Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch eine weitere Anwendung von Aschelauge. Aus Asche und Wasser kann eine stark alkalische Lauge mit einem pH-Wert von bis zu 12 hergestellt werden. Wie wir diese Lauge machen, seht ihr in einem anderen Video, ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Laugen besitzen eine sehr hohe Fettlösekraft. Und daher kann man Laugen natürlich auch als Spülmittel benutzen. Um euch die gute Fettlösekraft zu demonstrieren, haben wir einen Härtefall vorbereitet. Ihr seht hier einen großen Bräter voll mit noch flüssigem und eingebranntem Fett. Um das ganze Fett nun auflösen zu können, geben wir nun ca. 100 ml der Lauge in den Bräter. Was nun passiert, ist genau genommen eine Verseifung. Lauge und Fett reagieren zu Seife. Daher wird die Lauge auch sofort trüb und das Fett löst sich quasi im Wasser auf. Auch werdet ihr sehen, dass sich die Verkrustungen relativ schnell lösen. Ein großer Vorteil von Laugen ist außerdem, dass sie nicht schäumen. Das heißt, auch bei dieser großen Menge bildet sich kein Schaum und man braucht weniger Wasser, um das Ganze abzuspülen. Da die Aschelauge nicht nur den Bräter entfettet, sondern auch die Haut, tragen wir hier auf jeden Fall Gummihandschuhe. Außerdem müssen wir sicherstellen, keinen Spritzer der Lauge ins Auge zu bekommen. Nach dem ersten Durchgang ist der Bräter schon relativ sauber, nur noch oben am Rand befinden sich Rückstände. Nun geben wir nochmal etwa 50 ml Lauge in den Bräter. Damit lösen sich nun alle restlichen Ölrückstände. Natürlich könnte man die Lauge auch ins Spülbecken geben mit Wasser und das Ganze verdünnen, abhängig von der enthaltenen Fettmenge. Der ganze Vorgang hat nun weniger als 3 Minuten gedauert und hier seht ihr das restliche gelöste Fett in der Flüssigkeit. Hättet ihr gedacht, dass sich auch harte, fettige Verkrustungen ohne starkes Scheuern so einfach lösen lassen? Nachdem wir einmal mit klarem Wasser nachgespült haben, seht ihr hier, dass es wirklich fettfrei geworden ist. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.